Und lässt irgendwo muss doch der scheiß Hochzeitscashbacks euren Solo herfahren und das hure viel aufladen. Leck mir noch. Da ne. Bloß weil irgendjemand wieder sich wieder an den Regler halten kann. So, mal der Klopfer. Grüß Gott! Hey, gehört das jetzt zu uns? Grüß Gott! Grüß Gott! Ich glaube, da laufen wir mal hin. Hey, wer ist denn hier wieder? War ich auch in einem Haus drin? Grüß Gott! Aufmachen! Ja, hallo? Guten Tag! Kommen Sie mit! Mitkommen! Was sind denn? Halt, stopp! Was? Halt, stopp! Was denn? Halt, stopp! Wer sind Sie? Eberli! Vom Tierschutz, uns hat man eingeladen, wir haben da eine Sau, die muss ich einkassieren. Warum? Ja, anscheinend ist die recht kalt. Die ist richtig kalt, Kollege. Aber, nein, ich im Leben. Ich hab mir gesagt, die sei recht kalt. Die muss ich einkassieren jetzt. Und deswegen haben sie einfach so von unserem Hof. Ja, mir hat der Beschluss, ich soll... Euro hier. Es ist gut, ich habe den Beschluss, ich soll mir das Viech angucken und dann soll ich es mitnehmen. Wo ist das Viech? Das ist hier. Wo? Zeige. Hier. Gut, sie guck mal, wie ruhig das ist hier. Sie haben ja da mal eingestreut, Hörne. Da kein Strau, ne? Das Wollt macht mir ja auch. Wo sind Strauballer? Ich will Strauballer sehen. Ansonsten hole ich ihn heute Hörne noch. Polizei, die sind halt, die werden auch auf Bereitschaft, wenn ich die brauche, Dad. Seht sie hier, hier, genug Heuballer, Strohballer. Ja, nicht mal echt addikt. Wissen Sie, wie das da anfängt mit Schemmle, da, für die Teufel. Ja. Das kann ich jetzt halt noch so, ne? Wissen sie noch wenn, echt machen? Wissen Sie, wenn das angefangen hat mit Schnee? Ja, das interessiert mich eigentlich ziemlich wenig, wenn das angefangen hat zum Schnee. Gestern Morgen. Ja. Gestern Abend hat es 25 Grad. Aha. Und jetzt hat sie eine Schnee auf einmal. Ja. Aha. Und da haben sie da gemacht früher in den Kuhstall oder was? Und da haben sie jetzt keine Kühe mehr. Sie sind wo einer. Wir bauen das wieder auf, Kollege Schnürschnur hier. Ja, das sind jetzt alle, okay. Ja. Also geben sie jetzt die Sau freiwillig raus oder muss die Polizei noch rufen? Nö, du, das... Warum? Hier ist einstreuen, wir haben Futter, alles gar kein Problem. Ich also, hab mir angerufen, denen gar nicht gut und wie ich sehe, ist ja komplett angemagert. Was ist denn hier abgemagert? Ja, wenn ihr mit denen so vorgeht, wo ist auch hier Bruder? Mir, ja, das ist das Problem. Wir haben die hier gekriegt und die andere, die kommen erst noch heute Mittag. Ja, und der holt ja gerade die andere so, oder was? Ja. Jetzt macht sie mir mal vorne geschwind da auf, ich muss mit meinem Fahrzeug reinfahren, sonst gibt's nächste, gibt's wieder Drama. Macht sie mir mal bitte auf. Ich kann ihn ja aufmachen, aber sie holt die Sau nehmen sich ja nicht mit. Ja, ich guck mir ja erst noch mal als, dann sie mal bitte mir das da aufmachen, da, sonst geht's wieder Händel. Dankeschön. Und ein bisschen in einem freundlicher Ton hier, okay? Ja. Einmal wieder muss man ein bisschen zeigen, wer da Gesetz und Ordnung vertritt. Wissen Sie, wir sind hier neu auf den Hof gekommen. Seit wann sind Sie da? Seitdem circa ein halbes Jahr. Wir haben hier, wir schließen hier gerade erste Connections. Wir suchen, wir können hier wieder was zum Aufbauen und wir haben keine Ahnung von irgendwas. Das ist alles unerwartet gekommen. Von dem her kommen, müssen wir halt gucken, gerade wie es so läuft, versteht sie. Aber ich sage nur, was mit denen stimmt, was ihr stark einfach ein Schnein, ey, das gehört so ergänge, frei. Da. Ja, wir machen das ja, wir kümmern uns ja darum auch. Aber wissen Sie, ich schütze sich mal vor. Sie kommen auf einmal auf den Hof, oh, da gibt es Maschine, mal. Da gibt es. Ja, du bist ja ganz feini. Weißt du, da gibt es irgendwie Tiere, da gibt es. Feini. Wir müssen nicht mal, wo unsere Felder genau Onkel sind. Mensch. Versteht sie? Hä? Ja, hört sie mir auch mal überhaupt hier zu? Ja, ich unterhalte mich gerade mit dem Schwein. Ja, dann unterhalte ich feini, feini. Jetzt bleiben sie mal hier stehen, mein Gott. Ja, ja. Sonst kriege ich ja auch gleich einen anderen Ton.
Ja, was jetzt, erzählen Sie mal, was jetzt, zeigen Sie mir erstmal bitte Ihr Futterlager, ob das überhaupt ordnungsgemäß. Bevor ich hier Ihnen irgendetwas zeige, erkläre ich hier mal, was hier los ist, damit Sie das vielleicht auch mal verstehen können. Ja. Wir sind zu zweit auf den Hof gekommen. Wir Ja. haben keine Ahnung von irgendwas. Es ist alles unerwartet gekommen. Ja. Wir müssen uns beschäftigen, wie man mit Traktoren fährt, wie man kruppert, wie man pflügt, wie man Ja. ansät. Alles Neuland. So, Okay. Tiere komplettes Neuland. Wir gucken, wir geben uns Mühe, wir haben tausende Kataloge, wir informiert uns mittlerweile schon mit dem Tierschutz, wollen wir auch demnächst natürlich machen, klar. Ja, das werde ich sehr Alles. begrüßen. Also ich kann auch gerne mal Auf vorbeikommen jeden und Fall. nochmal einen Kurs geben, so. Ja, das wäre natürlich sehr von Vorteil, weil, wie gesagt, wir haben da echt keine Ahnung und wenn da was nicht läuft, dann macht gut mir natürlich und gebt unser Bestes, dass das was wird, ist ja ganz klar. Mir gut, gerade mit dem Händler sind wir ein bisschen im Gespräch, dass wir hier Oh ordentlich je. produzieren können und Sachen machen können. Mit einem Lohnunternehmer sind wir mittlerweile schon gar nicht schlecht dran und somit wollen wir jetzt alles so ein bisschen in die Wege leiten, versteht ihr das? Ja, okay, ich verstehe, aber sie müssen auch mich verstehen, da ist immer gleich dran, Alter, und sie will ja gar nicht wissen, wie viele Liter die Kurve haben. Ja klar, das verstehe ich, aber Sie sehen es ja. Wenn Sie kommen Sie mal mit. Ja, ich komme gerade schon. Wie Sie sehen, hier alles leer. Natürlich, hier will man alles wieder füllen, ist ja ganz klar. Aber wenn man absolut keine Ahnung hat, müssen wir da langsam an die Sache rangehen, versteht Sie? Ja, mir bietet ja auch so Einsteigekurse her. Da misshält sie so, dass ich einfach ein Eis wende und nicht einfach da mal so in den Stall ne knalle. Ja, die war ja noch da. Die war vom Opa nur da. Oder was? Vermutlich, ja. Okay. Vielleicht haben Trotzdem sie hat auch er schon die da jemand. gemeldet. Aber mir ein Geld ist eingegangen für die so. Also, ja, mir hat ja was gezahlt, aber ich hätte so da nur einen Termin bei mir ausmachen, dass ich mir das Ganze herguck. Na gut, das Geld können wir ja, kriegt man ja bestimmt wieder zurück, oder? Ja, das zahle ich schon wieder zurück. Wie seht ihr, hier steht auch hier noch schön unseren Glas, wo man neu kauft, denn dass man hier natürlich effizienter arbeitet. Gut, hier mal die alte Maschine, da sind wir jetzt auch dran, das nach und nach. Der Hobel da, den Kinder da auch mal verkaufen, aber gut, das Das steht mir ist jetzt es, ja. zu, ich bin ja wirklich noch so da. So ist Ah, die hier sind nur oben. schon mal erbtige, Frey Kollege. Ja, Meine Güte. das machen wir gleich auch noch. Ich warte hier noch, bis mir mein Bruder kommt. Der ist irgendwie keine Ahnung, wo der wieder hin ist. Weil ich war eigentlich am Mittagsschlaf so ein bisschen, weil ich bin auch erst heute wieder gekommen von der Agritechnica und Ah, noch. lobenswert, okay, man bildet sich fort. Wasser. Ja, gut, gut, So gut. ist es genau. Und deswegen ist es halt alles ein bisschen. Ja, okay, Ja. sieh, da haben wir ja noch Gerät zum Futterdrucken, also ein sicher ist ja alles da. So ist es. Und wenn sie ja hier guckt, hier unseren Schweinefuttermischer Ja, da oder wie man Fisch, das der genau nennt, ist ja Futtermischer, schön mit schön unterdacht. ja, das passt Auch auch. nicht nur so, guck, als seht ihr hier. Auch schön überlappend und alles und auch halt nur ein bisschen Holz drauf und ein echt richtiges Blech drauf und das kann ich sagen, und der sieht ja ist ja auch noch ziemlich neu. Alles gut, Joe. Und wir sind hier natürlich sehr, oder Sie sehen da hier die ganze Türe, nichts einkroschen, geht alles tadellos auf. Aber ich kenne Ah. da keiner, kenne da ihre Strauballe, weil hier ist es bloß zum Bernstein, dass kein Stroh gestreut ist und dass die Strauballe öffnen mit Schimmel, die können da keine Lage. Ja, das Könnte können wir da keiner machen, ja. Platz sind. Ja. Da dann da ihre Strauballe, ne? Und wie gesagt, wir bauen mal Bilder aus so Aufbauseminare. Kostet halt ein bisschen was, da hätte ich nochmal kommen und ich nochmal helfen, aber das darf man schon wieder kriegen. Ja, und was kostet denn das so circa? Ja, da muss der Katalog nochmal durchblättern, aber ja, muss nochmal schauen, aber billig ist es, aber das ist halt so ein paar Tage, wenn ich da auf dem Hof und gucken wir, dass das alles läuft und dann passt das schon, das kriegt man schon her, gell. Ja, okay, ja. Aber wenn ich halt nochmal kommen muss, wenn halt wieder Beschwerde sind, dann rückt Polizei mit, das ist natürlich klar und die verstehen halt keinen Spaß. Ja, klar, Und im das. Protokoll ist auch ständig, aber auch ein guter Tipp, dass ihr Bruder bei der Bundeswehr war. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwo noch irgendwelche Munition oder so habt. Wenn ihr den Typen Nee, weiß, mein, nee. ja, wenn ihr den Typen weiß, man hier, also ich werde auch noch friedlich sein, wenn Polizei herrückt. Wir sind schon gleich das nächste Problem, dass GSG 9 oder SEK da steht. Und die will mit im Haus, so sage ich nicht. Ja, das stimmt. Ja gut, dann sind sie ja wohl doch kein so ein schlechter, wie ich zuerst am Anfang Ah, dachte. immer ein bisschen ranzig sein und dann kriegt man den Schuss Ja. voll, ne?
Ja gut, ja, dann hab ich gesagt, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier da war und wie gesagt, mir gut hier auf jeden Fall. Mir Also, gut wie. hier, dass es was wird. Mir meint ja wieder zu, dass das Schweiner hier nicht friert, ist ja klar. Wir streiten schnellstmöglich ein, da müssen wir nur nach dem Pfandleiher und so Zeug gucken. Da rufe ich am besten gleich noch hier der Händler an und frage, ob der eventuell noch mal kommen könnte und vielleicht so ein Frontlader oder ein kleiner Telelader was Ja, ein bringen könnte. Telelader sind sie ja da, aber ich Ja, schreibe ihnen noch genau, einen Brief Fallergabe. über Genau, die schreibe ich Mängel, nur wo einen alle Brief. sind, und dann schreibe ich auch Frist drauf, bis wann es behoben werden muss. Und dann Ja, komme ich ich rufe nochmal und lueg mir das eventuell. an. So ist schon Tiere, würde wahrscheinlich Schweine kaufen, wahrscheinlich ja demnächst noch ein. Da rufe ich mal den Viehhändler noch an, wie es da aussieht, ob der welche vorrätig hat oder wie das aussieht und dann Ich denke steck ich. ihn jetzt zu Hause, meine Visitenkarte. Vielen Dank, ja Und und wenn ja. was ist, gleich anrufen, wenn auch irgendwie andere Viecher her, dann mir gleich anrufen. Gell? Genau, Sonst ja, gibt's so wieder machen wir das. mordsmäßig 10 Euro und dann gleich wieder rüge. Ja, okay, ja, das wollen Sollen wir ja wir ja bald jetzt, haben. gell? Also. Gut, dann mache ich hier voll auf. Hier das Tor, dann fahren sie wieder schön brav raus von da, wo sie gekommen sind, gell? Ja, ich weiß Und wieder dann. rum. Und wie heißt jetzt sie nochmal? Häberle! Häberle, okay, ja, das muss Häberle! ich morgen. Nicht, dass, wenn ich da anrufe und eine Hotline oder so geht dran, nicht, dass ich dann nochmal weiß, wer hier da war. Ja, Weil ich heute ist würde ja Glück Samstag, haben. heute habe ich eigentlich bloß Bereitschaft, aber hey, die ganze Zeit Telefon gegangen ist, habe ich mir so ausgerückt, drum bin ich auch ein bisschen pissig, jetzt kann ich wieder heim. Also ja, also gut, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Danke Wochenende. schön. Macht es gut und 14. hoffentlich hört man sich mal wieder. Jawohl, Ade.